Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mangas. Dieses Mal habe ich mich nach Wendenhausen begeben und wer es dabei ist, erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Lass dich von Spaß. mir verführen, Horsti. Daylo, ich dachte, meine Mitleidstour würde dich überzeugen. Nein, nö, Gregor, nein, einfach nein. Das ist sehr schade. Das ist absolut scheiße. Der kleine Lukas. Der kleine Lukas. Hihihi. 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 Sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwei. Ja, ist okay. Obwohl, erste Runde muss man halt noch nicht wirklich. Warum läuft's denn hinterher? Was habe ich jetzt gesagt? Schnelle Kills machen? Also folgendes. Ich war in Lifeline, hab keinen Kill fallen sehen. Auf einmal, also ich gehe dann an Admin Table, Shift geht an. Wer war da an Admin Table? Wen bin ich da gequost vor so 8 Sekunden? Okay, danke. Es waren zwei in Electrical, einen in Security, einen in O2, eine Person. Ich war einer von Overworld. Electrical. Security war ich jetzt gerade, Ich Fredo auch in der war in Nähe. Security, bin vor 5 Sekunden rausgelaufen, vielleicht auch 10. Habe ich gerade Frigo gesehen, ich kam aus Storage. Marsch, ja. Dann ging halt Camo an so und dann dachte ich so, laufe ich mal zu Electrical, weil da wahrscheinlich eine Leiche liegt. Habe so einen Umweg über O2 genommen, da hat mich wer in Camps gesehen, Flo wahrscheinlich. Oh, Entschuldigung. Bin in O2 rein. Ja. Und dann wollte ich mich erstmal meine Mülltask stellen, sehe so irgendwie Seebox da rumstehen, mache meine Mülltask, dann laufe ich da rein, der ist da tot. Also ich habe ihn nicht stehen gesehen, sondern die war schon vorher tot, aber ich habe es nicht richtig Wo erkennen können. genau? Also wo ist er jetzt? Gerade aus bei den den Rädern. Bei den Rädern. Haben wir gerade Ja, 60 bei den Sekunden Ach, die gebraucht, um Wasserräder meinst herauszufinden, du? wo die Ja, wir haben Leiche 60 Sekunden gebraucht, um ihn gerade Leute, das zu ist die orten. Zeit, in der ich nicht umgebracht werden kann. Lukas, Satzmann. du bist eh ein Kind. Schön, Lukas, dass ich dir am Anfang hinterhergerannt bin, aber ich finde es immer so witzig, wenn jemand Kleines vor mir Ich läuft. komme nicht an diesen scheiß Müll ran. Kann mich jemand hochheben? Gleich aber, Lukas. Kuss kurz warten. Du kannst nicht gekillt werden, aber rausgevotet werden. Ja, Das wäre ja, ja deshalb chill. sage ich, ihr sollt es weitermachen. Das ist meine Lebenszeit, die ihr rennt. Also, Ja, tu. wo waren der Rest so? Mariah zum Beispiel ist ja gerne mal Beste Fossa. Mal. Okay. Ich Ah, Sust. Ich wollte gerade nur zu rein. Oh. Electrical rein. Warte, Wie weiß alt jemand, ist wie die alt die Leiche? Leiche ist? Ja, wie gesagt, 15 Sekunden. 18? Ja, könnte hinhauen. Also 18. seit Warte, ich bin ich dir da oben vielleicht bei dir war, Wappen Frigo, gecrossed? davor irgendwo, danach irgendwann müsste sie gestorben sein. So in dem Zeitrahmen. Wo Weil ich habt ihr war euch an den genau? Rädern und da war die noch nicht tot. Okay. Nach Camo. Ja, Lukas, ich Ich krieg glaube, dich ich doch. versuche dich, Ich krieg dich Person zu rausgevotet, finden. Lukas. Ich krieg Das ist dich. Bei okay. 18 bin ich dann auch dabei. Das war halt mein Problem. Das ist okay. Du bist der nächste Hündchen. Wuff. Gehen wir mal was besser mit. So tun als ob. Nein, ihr dürft nicht vergessen, dass es halt auch einen Imp-Lover gibt, ne? Frigo kann mich jederzeit raushauen und Frigo ist das jederzeit zuzutrauen. Von daher.
Runde wäre vorbei gewesen, ne? Oh, Buggy. Gibt Medical. Ich kann nicht mehr killen, ne? It's over. Okay. Weil wenig Kills. Die Leiche liegt links neben Communications. Im unteren Teil eher. Wie alt? Wer kam gerade oben aus Electrical raus, nach rechts? Jetzt gerade. Jetzt gerade ja, nicht, ich kam ich eben als Lights, nach Lights. Jetzt gerade in diesem Moment gerade raus aus Electrical. Ja, dann bin ich das. Okay. Und ich war hinter dir, genau. Hybrid war vor mir. Ich war eben kurz beim Lightsfix, wollte an O2 gehen. Hab da so viele Leute gesehen, ich bin zurückgelaufen, liegt oben beim Bermuda-Viereck. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, da waren relativ viele Leute in O2 Electrical. Hätte einer da unbemerkt wenden können? War Mariah mit bei den Leuten, die Marie war haben? Beim Lightsfix. Weiß jemand, wie alt der Kill ist? Stand vorher an den Kabeln. Ja. Stimmt, also Hybrid war. Enilus war oben, ja, Hybrid und ich auf jeden Fall. Also ist er während Lights passiert? 15 bis 20 Sekunden maximal. Okay, weil relativ jetzt Lights out ging, ich war O2 die ganze Zeit. Als Lights out ausging, habe ich halt noch am O2-Baum die Task gemacht und bin dann hoch zu Electrical. Dann ging Licht an und ich habe Hybrid von links aus Richtung Camps laufen sehen. Genau. Maschi, warst du nicht im Lab? Da warst du beim Wind. Ja, das ist aber auch schon theoretisch 20 Sekunden her. Ja, okay, gut. War, wie ich rein weißt du das? Ja. Aber wenn er während Lights out passiert ist, der Kill, kann er das schon gehen. Michi, für dich nur zur Info, du bist mute. Sus. Ja, ich bin. Oh, Flo? Lukas ist 18, voten. Ja, hab schon gewonnen. Achso, sehr schön. Wild. Ob er wirklich fliegt? Ich sag es 3 zu 5. Ich sag 4 zu 5. Nee, irgendjemand votet jemand anders. 3 zu 5. Frigo! Ach, Frigo ist Sia, Alter. Frigo ist einfach Sia. Ja, oh ja. Ich krieg einfach einen Call und 8 Votes als Belohnung. Ich krieg 8 Votes! Er kann gar nicht. Ampler. Yoshi. Yoshi? Tricks. Okay, damit ist auch die Möglichkeit raus. Okay, wo seid ihr? Ich habe gerade zwischen O2 und Electrical die untere Tür aufgemacht und wollte jetzt Richtung Baum. Ich war in O2, bin da rausgelaufen und mache unten mein Labyrinth gerade. Und ich stehe gerade zwischen Comms und Office. Ich war kurz in O2 drin, dann sind die Türen zu, die musste ich wieder aufmachen und bin halt jetzt Richtung Light gelaufen. Lukas ist mir aus O2 entgegengekommen. Jetzt unlucky, aber ich muss jetzt dringend off und dieser ist die. Ich war Shifter und habe versucht, mit Wire zu shiften und bin Crewmate. Cool. Ihr müsst jetzt halt wem voten, weil es was passiert und deswegen, oh, ja. Okay. Wo liegt die Leiche? Der Punkt ist Marshy. Kannst du Frigo bestätigen? Die Lichter waren aus, also nicht hundertprozentig. Okay. Wo liegt denn die Leiche? Warum sollte Marshy mich bestätigen, wenn ich bin? Korrigieren. Eigentlich wollte ich dir ja 8 Votes geben, Frigo. Jetzt, da Michi und Flo raus sind, können wir dir nur noch 6 Votes das geben. Du warst gerade so im Lichtkegel. Wo liegt die Leiche? Ich glaube nicht, dass Michi Leiche liegt in jetzt am Ende drin, während ich gerade am Download war. Ich habe es immer noch nicht verstanden, weil Herr Enilus redet. Nochmal bitte. Ich bin nicht in Comms, ich bin unter Auto. Das könnte Lukas halbwegs bestätigen. Aber es ist ja gecrossed sind. Ja, aber du bist raus und ich bin rein und danach habe ich dich nicht mehr gesehen. Also ein Kill in Comms kann schon sein. Also der Kill ist genau gefallen. Lukas ist an Comms vorbeigelaufen. Ja, ey. Könnte maximal noch ein Morph sein. Können wir Morph legen? Das ist so unlucky.
Morphling können wir ausschließen, weil Camouflage und ich habe eine Trickstar-Box gesehen. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Also dann kannst du dann eigentlich nur Frigo sein, right? Jo. Wenn meine Augen mich getäuscht haben, ja. Wie alt bist du, Halbert, im echten Leben? Grob. 27. Wie? 27. Guckst du viele Animes im Dunkeln? Ja, schon. Ah, ich vertraue dir trotzdem mal. Ich bin kein Impost. Okay, Frigo. Nee, der trollt doch, der ist kein Jester. Wir haben Jester lieber aus. Jester. Ich habe mich selbst gewotet, weil ich keinen Sinn darin sehe, wenn jeder auf mich geht. Aber es haben doch nur 5 gewotet. Wer hat denn nicht gewotet? Ja, Mariah hat nicht gewotet. Ah, okay. Jetzt kriegt das mal gebacken, ja. Hier hat er die hingestellt. Der Medicus ist auch noch drin. Da irgendwie hin. Lab. Muss ich gucken, dass mich jemand sieht. Hybrid Electrical Lab Lukas Lifeline. Hybrid sind wir zumindest schon mal 4 Leute. Damit sollte Frigo safe gewesen sein. Und ich kann sagen, Endilus ist genau während Camouflage gefallen. Weil er war der Medic. Oh Gott, wie viele Sekunden ist es her? Wer war denn in den Camps? Ich war in den Camps. Dann würde ich, glaube ich, ja, Marc hier rausnehmen. Weil ich weiß. Ja schon, ich bin ziemlich lange drin. Lukas war auf jeden Fall Lifeline einmal gewesen und ich habe Hybrid aus Lab laufen sehen. Genau, und dann bin ich zu dir, kann das auch bestätigen, dass du an Camps links standest und habe jetzt eigentlich Endilus gesucht, weil ich mal mitbekommen habe, dass er gestorben ist. Wo liegt die Leiche, Lukas? Im Lab am Vent. Als ich an Leifel war, war er schon tot und ich kam halt von unten vom Admin-Table und da war schon ein Punkt in Security und 2 in Lab. Und ich glaube, durch die Tatsache, dass Mariah, schätzungsweise AFK ist, hast du jetzt Pech gehabt, Hybrid. Ich will mich nicht einmischen, aber Marie hat gerade tierischen Notfall. Okay. Also müssen 2 auf denselben voten, sonst geht's nicht, oder? Dann ist es für mich Lukas, wenn Mariah wirklich raus ist, weil Marshi stand an den Camps. Alter. Ich bin ja wirklich aus Decon rausgekommen, weil ich noch die Cables gemacht habe, dann war Camouflage aus und ich habe gesehen, dass mein Schild weg ist. Ja, aber du hast gerade gesagt, er ist während Camouflage gefallen. Und das ist ja schon eine Weile her. Und danach seitdem bin ich aus Lab raus und bin bis Security bei Marshi und bin jetzt gerade unten bei O2. Nur ich bin nicht nochmal zu den Toiletten abgebogen, weil ich hatte Endilus zuletzt auf der Overworld gesehen und hätte deswegen nicht gedacht, dass er in Lab ist. Für mich ist halt schwierig, Hybrid kam aus Lab raus und Lukas war halt Dingens gewesen, also ist für mich nur 50-50, wenn Mariah safe ist. Ja, tut mir leid für die Person, die ich wählen muss. Okay, siehst ja, wenn es jetzt weitergeht. Sehe ich ja. Ist ja doof. Ja, dann war es das. Wie hast du das gemacht, Lukas?
Oh, so. Muss ich halt so spielen. Genau, dann töten, oder? Suchen wir den Lukas. Good job. Ja. Jo, ne? Bitte. Tick, 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 tick. Tip, 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 tip. Du musst nicht vergessen zu killen, ne? Meine Nähe, bitte. Dieb, 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 dieb. Alter, ich bin zu langsam. Alter, rausgepackt. Okay. Okay. Vor Electrical, also an der Tür. Die sind schon eine Weile tot, beide. Oh, es gibt den... Na, ich sag lieber nicht. Eraser? Ja. Muss nicht unbedingt Eraser sein, ne? Kann auch der Dings sein, oder? Ah, stimmt, den habt ihr auch eingestellt. Weil das erst nach der Runde kommt? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ah, ich auch nicht. Nee, nee, Michi meinte doch, dass er geswitcht hat. Und dann, wer hätte... Eraser und... Wie heißt denn der? Whopper. Nee, nicht Whopper. Nee, Whopper ist der andere. Na, ihr wisst, wen wir meinen. Shifter. Shifter, ja. Und den hatten wir erst an, meinte ja Michi. Ja, und woran sieht man, dass man geshiftet worden ist? Na, man hat seine Rolle nicht mehr. Nach der Runde hast du keine Rolle mehr. Nach dem Meeting erst. Nee, nee, Michi hat ja letztens gesagt, er hat geswitcht. Ist ja auch egal. Also, erstmal Boris Electrical. Irgendein Roter ist gewendet. Hostilus oder Seebock? Irgendein Roter. Okay, das kann ich doch nicht. Ja, ich stand ja gerade bei dir, Marshi. Ja. Sagt ihr beide. Aber es ist halt die Frage, wann sie jemand wenden sehen hat. Gerade zum Schluss. Achso. Nee, dann war es Seebox nicht, ne? Machen wir es ganz ehrlich. Haben wir einen Engineer? Ich habe Seebox auch mal bei Lights Out Richtung Wend gesehen. Haben wir einen Engineer, der diese Runde nicht von mir gewendet ist? Aha. Ist schwierig zu sagen. Hybrid? Naja. Es ist jemand am Ende relativ obvious vor mir aus dem Vent gehüpft. Dann sag mal wer. Ja, das ist halt. Ich verpfeife halt ungern einen echten Engineer. Ja, aber jetzt. Nein, ja. Sonst streuen wir die ganze Zeit damit. Okay. Entweder... ja, Seebox. Okay, kann nicht sein. Aber er war doch gerade neben mir.
Ja, nein, nein, nein. Sonst okay, Zwiffel, dann haben, es kann aber sein, dass wir einen Morphling haben. Weil ja, Razor und Morphling, ja, right? Person ist gerade in Atmen gewendet. Ryan steht neben mir. Ah, ihr habt beide das gesehen. Verlasst euch nicht hundertprozentig drauf, aber tendenziell halt, ne? Morphling Eraser. Ich hab so früh gecallt. Das ist sad. Einfach schlecht gespielt. Wer ist denn schlau? Flo ist schlau. Flo killen. Die wird ja erst nach der Runde angezeigt. Mariah. Noch auf Mute. Hallo? Du kamst aus der Richtung gerade, wo die Leiche lag, Mariah. Ja, da lag ja auch keine Leiche. Aber du hast gesehen, dass ich es nicht war, right? Wer nochmal? Ich, Marshi. Entschuldigung, dass ich mit dir rede. Ja, nee. Wir sind nämlich gerade von. Wer war neben mir? Anno war, glaube ich, Hybrid bei mir. Hybrid hat aber mit dir gefixt. Ich bin dazugekommen. Nee, aber wir sind doch gerade rausgelaufen, rechts, ne? Mhm. Bis zum Ende. Da kam mal Rylance auf uns zu und die Leiche liegt so grob ein bisschen mehr über den großen Stein. Ich bin mir recht sicher, dass Mariah der Eraser ist. Ich bin ja nämlich ein oder zweimal letzte Runde gecrossed und sie hat sich sehr seltsam noch einmal zu mir hinbewegt. Und ja, jetzt bin ich halt kein Medic mehr. Aber wir sind zu sieben, Lukas. Also ich muss sagen, ich bin Tracker und ich habe Mariah getrackt und sie ist ziemlich schnell unterwegs, muss ich sagen. Also die muss ganz schnell los immer, die ist schon überall gewesen. Aber deswegen bin ich mir nicht sehr sicher, dass sie nicht für den ersten Kill verantwortlich ist. Also der erste Kill ist ja unredet. Meinst du, sie ist schnell, hat sich schnell bewegt, weil sie gewendet ist, oder meinst du, sie ist einfach schnell, hat schnelle Füße? Nee, wenden glaube ich nicht. Also das dachte ich zuerst, aber ich habe noch nicht gewusst, dass das immer so stückchenweise ist. Nee, in Intervallen. Genau, aber sie ist halt schon so schnell von A nach B, sage ich mal, einfach nur durch Office zum Beispiel durch. Das könnte halt heißen, dass sie vielleicht maybe entweder ein Imposter ist oder. Ja, weil ich ja vorher die Rolle hatte mit den Anzünden, weil da bewegst hast du keine Task. Ne? Das wäre jetzt so die Überlegung. Wie lange musst du in jemanden drin? 3 Sekunden, musst du in der Nähe sein. Das kann ich noch, das wollte ich euch nach der Runde, letzten Runde sagen. Drei Sekunden. Der Runde, nachdem du gewonnen hast, solltest du das sagen. Die Runde davor, ich hab's vergessen zu sagen. Also 3 Sekunden musst du in der Nähe sein. Und du hast dann, glaube ich, 30 Sekunden wieder und dann musst du halt wieder, also Glück haben, dass die Person noch in deiner Nähe bleibt, ne? Also. Am verdächtigsten, oder wie? Ja. Ja, genau. Ja, wir sind zum dritten Mal wieder ins Specimen rein, danke. Machst nochmal ein viertes Mal. Wer hat auf Mariah gewotet? Ich. Da gibt's den. Weil es der erste war. Nee, geh mal. Fuck. Kannst du bitte Abstand halten? Schlupp. Nicht schnell den Finger.
Wow. Ich wollte extra auf dem Admin-Table gucken, damit ich. Oh, Mann. Das war knapp. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt: Wetten, Killen und Niederschnitzeln. Bis dann.